Hallo, ich erkläre Ihnen heute die Bedienung einer Brötchenheiztherme. Davon gibt es ja auch ganz viele hier in Berlin. Und zwar, worauf sollte man achten? Hier haben wir den Betriebsartenwahlschalter. Und ausgeschaltet ist der hier auf 0. Wenn man jetzt einschaltet, das wäre die erste Stufe, das ist nur Warmwasser. Dreht man hier weiter, hat man Warmwasser und Heizung. Das wäre hier der Schornsteinfeger-Modus, den braucht man nicht aktivieren. Hier zeigt er die momentane Vorlauftemperatur, also die Temperatur, die im Wärmetauscher erzeugt wird, an. Also nicht die eingestellte Warmwassertemperatur, das führt immer zum Missglauben. Dann haben wir hier den Temperaturwähler für Warmwasser. Ich empfehle immer so um die 40 42 Grad, weil hier macht man es warm. Nehmen wir mal an, hier auf 60 Grad zum Abwaschen wäre das in Ordnung, aber wenn man jetzt duschen will, ist es schon viel zu heiß. Also hier macht man es warm und weil es dann an der Dusche zu warm ist, macht man es wieder kalt. Also man hängt dann immer noch Kaltwasser mit dabei, das macht wenig Sinn. Also ich empfehle immer hier, also je nach Situation, wenn man abwischt, ist ja klar, 60 Grad zum Duschen um die 40 Grad einzustellen. Dann haben wir hier den Temperaturwähler für die Heizung. Da sage ich immer Übergangszeit, so 40 bis 50 Grad. So bei den Temperaturen, die wir jetzt momentan draußen vorliegen haben. Außentemperatur ist ungefähr 14 Grad. Wird es dann kälter, also die eingestellte Raumtemperatur am Raumtemperaturregler, wenn die nicht mehr erreicht wird, dann ist klar, dann dreht man das hier ein bisschen höher. Also wenn man anfängt zu frieren, einfach immer ein bisschen höher drehen, bis man dann hier bei knapp 80 Grad angekommen ist. Das wäre aber tiefster Winter, den wir ja schon teilweise gar nicht mehr erreichen, so bei minus 20 Grad. Ja, und der nächste ist hier, das ist das Manometer, das zeigt den Heizungsfüllstand an. Kritisch wird es bei ungefähr 0,5 Bar. Diese Therme hat hier so einen Drucksensor, wird der Druck unterschritten, geht es auf Störung. Und dann hier ist maximal 3 Bar. Also ich empfehle immer aufzufüllen auf ungefähr 1,3 Bar. Das reicht im Wohnungsbau komplett aus, um die Anlage sicher zu betreiben. Dann haben wir hier noch Absperrhähne. Das wäre der Heizungsrücklaufabsperrhahn. Hier ist eine Fülleinrichtung sogar vorhanden. Dann haben wir hier den Warmwasseranschluss. Das ist der Gasanschluss. Den kann man schließen, indem man einfach reindrückt und dann dreht. Öffnen, drücken und wieder drehen. Hier ist der Kaltwasseranschluss. Hier kann man mit dem Hebel das halt absperren. Und das ist der Heizungsrücklauf. Auch wieder mit einer Fülleinrichtung. Das war's.